Sardine. Oh Mann. Manchmal denke ich mir echt selbst, Alter, was ist falsch mit dir? Für dich ergibt es vielleicht keinen Sinn. Doch dank dir weiß ich wieder, dass Unsterblichkeit nicht gleich Unbesiegbarkeit ist. Ich verstehe nicht. Als die Geister uns fanden, wurden die Auserwählten zwar mit Macht ausgestattet, doch nicht mit Weisheit. Die Eisernen Lords suchten gemeinsam nach einer Lösung für die Probleme der Menschheit. Stattdessen fanden wir Siva. Wir träumten davon, Siva für den Bau von Schiffen, Kolonien zu benutzen. Wir würden werden, was der Reisende glaubte, dass wir sein können. Doch etwas lief schief. Siva war in der Zeit verloren. Als Timur es im Kosmodrom entdeckte, dachten wir, unsere Suche habe endlich ein Ende. Siva würde uns gehören. Rasputin antwortete. Hunderte von eisernen Lords betraten die verseuchten Lande. Nur 9 erreichten die Replikationskammer. Da der Reisende uns auserwählt hatte und wir für eine gerechte Sache kämpften, waren wir überzeugt, siegreich zu sein. Bis Siva die Kontrolle übernahm. Es infizierte unsere Waffen, unsere Rüstung. Die Korruption brachte uns gegeneinander auf. Zuletzt versiegelte Yolda die Kammer mit den eisernen Lords darin. Statt Siva entkommen zu lassen. Eine Schlacht war gewonnen. Helden starben. Und unsere Fehler blieben hier. Doch Rasputin überlebte. Das ist nicht Rasputin. Doch ist es auch nicht etwas, das ich zu bekämpfen weiß. Sie benutzen Siva auf Arten, die wir uns nicht mal vorstellen konnten. Wie sollten die Gefallenen mehr über Siva erfahren haben als die Eisernen Lords? Oder noch besser, wo haben sie es erfahren? Sie beherrschen Siva noch nicht. Das ist alles neu für sie. Geh zu Tyra. Sie hat Sivas Ursprünge studiert. Sie kennt die Entdeckungen der Gefallenen und kann dir sagen, wo sie sind. Also auch da lag ich richtig. Die Eisernen Lords fanden Siva und wollten sie für eigene Zwecke benutzen. Doch wie das Szenario meistens so läuft, wenn es nicht gut läuft, dann geht es in die andere Richtung, dann läuft es nämlich schlecht. Und das, was man findet, erfindet, richtet sich gegen einen. Tja, das ist übel. Und mehrere hundert eiserne Lords sind gestorben und er ist der letzte, der noch übrig ist. Das ist, weil die eine Frau, wie hieß die jetzt, die Jodel? Die hieß nicht Jodel, auf keinen Fall. Jodel, ich glaube Jodel war das, sich geopfert hatte, um ihn und die Menschheit zu retten. Eieiei, harte Geschichte. So. Gut, dann wollen wir da oben mal sagen. Von Frieden zu träumen. Hallo. Es kommt wirklich nur ein Ort in Frage, an dem die Gefallenen Kontrolle über Siva bekommen haben könnten. In den Laboren von Clovis Bray. Dort wurde diese Technologie entwickelt. Und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass sie schlau genug sind, um an einem anderen Ort zu suchen. Okay. Timur war Clovis Bray auf der Spur. Doch seine Quellen waren tragischerweise unvollständig. Ich hoffe, du weißt zu
Gut, das ist dann wohl unser nächstes Ziel. Wir können uns hier nochmal kurz umgucken, denn es sieht echt nice aus hier. Das muss man einfach mal sagen. Kann einiges die Aussicht. Oh, da ist auch wieder ein Wolf. Und da oben sitzt sogar ein Wolf. Was macht der da oben? Was löbt denn bei ihm Filch? Gut, dann wollen wir mal zurück in unseren Orbit. Der Orbit. Wir sind wieder im Orbit. Alter. Ich bitte um Verzeihung. Ich möchte mich selbst entschuldigen. Ich bin behindert. Oh, shit. Wir sollen auf dem Mars. Oh. Oho. Da. 310. Uiuiui. Verschafft dir Zugang zu den Vergessenen von Clovis Way, um nach einer Verteidigung gegen Siva zu suchen. Gut. Das nehmen wir dann auch mal in Angriff. So. Ja, da lag ich echt verdammt richtig mit meinen Vermutungen, muss ich sagen. Also, dass die Eisernen Lords Siva nicht kontrollieren konnten und dass ordentlich alles in die Hose ging. Informationen über Siva bin ich auf ungeklärte Phänomene gestoßen, die sich in der Nähe von Clovis Bray ereignet haben. Das ist tief in Kabal-Territorium. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gefallenen Zeit gehabt hätten, in diesen Laboren ungestört zu arbeiten. Stimmt, aber dort befinden sich Aufzeichnungen über Siva-Prototypen, die nie geborgen wurden. Sie könnten das fehlende Bindeglied sein. Lord Timur sprach ebenfalls von Siva-Prototypen. Also gut, alter Freund, folgen wir diesem Pfad. Warte mal, vielleicht was getrunken? Du solltest jeden Moment in der Nähe ankommen. Hi. Ah, hier sind wir. Oh, ah. Okay, hier ist auch das Ende von einem Strike. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Der auch mit den Kabalen ist, logischerweise. Denn die Kabale sind hier nun mal auf dem Mars. Auch durch den Staubpalast gehen muss. Aber fragt mich gerade nicht, wie der heißt. Aber ich kenne das Gebiet. Lol, ist er gerade auf der Lampe gelaufen, oder was? He's walking on Lampe. He's walking on Lampe. Wunderschöne Singstimme, dafür will ich einen Like haben. Ich kann dich zu den Biolaboren führen. Doch wenn du ankommst, musst du wahrscheinlich etwas suchen, bis du die Siva-Prototypen findest. Ich habe Vertrauen in unseren gerissenen Wölfling. Er wird einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Wir sind also ein Wölfling. Hat er gerade einen von uns Wölfling genannt? Wäre nämlich weniger lieb, wenn er mich gemeint hätte. Wir sind also ein Wölfling. Alles klar. Bin mal gespannt, ob da noch irgendwas zu gesagt wird zu den Wölfen. Was die damit zu tun haben. Denn es gibt ja die ganzen Statuen und die ganzen Wölfe, die auch im Eisentempel sind. Und gerade auch die Anspielung unser junger Wölfling. Oh, okay, hier müssen wir den Geist einsetzen. Ich sehe gerade Leuchtreklamen, die Siva-Nachforschungen ankündigen. Vielleicht gibt es eine Konsole, die uns zu einer engeren Auswahl verhelfen kann. Mit der PlayStation 4? Die Xbox One? Die PlayStation 4 Pro? Okay, was haben wir denn hier? Wer hätte gedacht, dass es so einfach sein würde, gefährliche Archive aus dem goldenen Zeitalter aufzuspüren? Direkt unter uns befindet sich ein intakter Datenspeicher. Ja, easy. So, die müssen weg. Die versperren uns den Weg. Weiß gar nicht, wie heißt nochmal die neue Xbox One, die kommt. Ne, nicht die neue Xbox One, die neue Xbox, die kommen soll. War das nicht Scorpio oder irgendwie sowas? Xbox Scorpio oder so ein Scheiß? Scorpion Kick.
So. Mach mal weg das Zeug da. Ungeziefer. Tschüss. Auf jeden Fall, die Missionen werden langsam härter. Die hier ist jetzt ab Lichtlevel 310. Also so langsam zieht das hier an. War mal gespannt, ob es dazu kommen wird, dass wir vom Lichtlevel her Probleme kriegen, dass wir nicht hoch genug sind. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Ich denke, das wird sich so belaufen, dass man das richtige Level zum richtigen Zeitpunkt hat, was man an Loot bekommt. Weil eigentlich haben die das immer so gemacht, dass man, dass das immer gut gepasst hat, dass man nicht sonderlich extra irgendwie noch farmen musste vom Level her oder sonstiges. Was ich aber auch echt gut finde, dass die auch diese, Leider musst du dich laut meiner Informationen in den Untergrund begeben. Große Höhen hinabstürzen ist tatsächlich unsere Spezialität. Aufzugsschacht? Nach dir bitte. Dass sie diese Lichtfunken immer rausbringen, dass du deinen Charakter auf das nötige Lichtlevel bringen kannst. Und nicht extra noch, keine Ahnung, 50 Spielstunden verbringen musst. Sondern dass sie das direkt so für alle dann zugänglich machen. Kann es auch andere geben, die das nicht machen? Dann, wenn die Leute das natürlich selbst spielen müssen, steigt natürlich die Spieldauer von den Leuten an. Das ist keine Frage, das hängt ja zusammen. So. Aber das ist gut, dass sie das so benutzerfreundlich machen. Gut. Hier so sind laut. Schon Tote. Wir sind am richtigen Ort, wie tote Gefallene. Ja, die Kabale sind hart. Wisst ihr, was auch hart ist? Genau, altes Brot. So, weg damit. Ein Centurio. Was machst du denn so? Oh. Gut. Ich hau meine Granaten an die Wand, da wo sie nicht hingehören sollen. So, ich denke mal, das da ist das Archiv. Das Bray-Forschungsarchiv. Stöbern wir mal durch diese Daten. Ja, und wer mein Geist stöbert, muss ich hier die Stellung halten und kämpfen. Ich kenne Destiny doch. Rüstungsverstärkung, sehr nett. Und wir haben einen Gewinner. Kybernetische Diagnostik. Genau, was die Gefallenen bräuchten, um... Oh, später vielleicht. Wir haben Besuch. Ja, später wäre gut. Ich hab's doch gewusst, Alter. Ich kenne Destiny wie meine eigene Hosentasche. Okay, hier ist noch keiner, das ist gut. Dass wir uns in der Zeit nicht von links flankiert haben. Dann werden wir das jetzt nämlich mal machen. Und von rechts flankiert werden, während wir von links flankieren wollen. Was? Ach, egal. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das Sinn gemacht hat, was ich gelabert habe. Ich hoffe. So. Nudelt euch alle in die Hölle! Oh. Der ist groß. Wisst ihr, was auch groß ist? Genau. Mein Schwert. So. Ey! 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 Was ist hier los? Ey! Alter. Aber mal 10 Schüsse daneben kann man auch mal machen. Wisst ihr's? Das war's.
Tiefling schlägt wieder zu. Tyra, werden die Prototyp-Archive ausreichen, um eine Schwäche der Gefallenen in Sachen Siva ausfindig zu machen? Muss ich ausgerechnet dich daran erinnern, dass ich eine Gelehrte und keine Wissenschaftlerin bin? Keine Sorge, alter Freund. Shiro und ich drehen jeden Stein um. Du wirst deine Verteidigung bekommen. Oh ja, wir waren wieder erfolgreich. Jawulski. Gut. Wir haben wieder ein bisschen aufgeräumt hier. Und auch wieder was Besseres gekriegt. Jawohl. 325 sind wir jetzt. 126 jetzt erreichen werden. Aber dann kommen wir aber auch schon an der Grenze an. Von den Missionen. Denn die steigen immer in 10er Schritt. Als nächstes sollen wir wieder auf die Erde. Hier zu den Tempel. Ja, hier fing das halt mit 280 an. 290, 300. Und die Mission auf dem Mars war 310. Da, Download abgeschlossen. Ich 320 sein. Und ja, da kommen wir dann langsam an unsere Grenzen vom Level her. Die benutze ich mal. Ne, immer noch 325. Aber wie gesagt, eigentlich, da bin ich mir relativ sicher. Das haben die immer so gemacht, dass man da halt zum richtigen Zeitpunkt das richtige Level hat. Und da haben wir auch schon Level 326. Wir kriegen halt auch immer bessere Sachen jetzt pro Mission, dass wir da auch leveln können. So, das kann dann ja weg. Raketenwerfer. Gut, mit dem Raketenwerfer sind wir sogar schon 327. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich das Schwert mit dem Raketenwerfer aufbessern soll. Komm, ich ich mach das mal, denn ich spiele echt gerne mit dem Schwert. Weil in der ein oder anderen Situation natürlich auch ein Raketenwerfer vom Vorteil ist. Aber so sind wir auch wieder vom Level her ein bisschen besser dabei. Haben hier 50.000 Missionen, überhaupt kein Problem. Kann man mal machen. Und, oh, unseren Helm können wir aufbessern. Erhöhte Superenergie, sobald Lakaien der Dunkelheit ausgeschaltet werden. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Like da. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir den Eisernen Lords in ihren Tempel wieder einen Besuch abstatten, um bei der Rettung der Menschheit mitzuhelfen. Tschüss.